Hallo zusammen, wir haben jetzt 7:30 und für uns geht's gleich ab in den Norden. Und zwar fahren wir nach Norderney eine Woche lang. Wetter ist eher mäßig bis saumäßig, naja, eher letzteres sogar. Fängt jetzt schon wieder an zu regnen. Und ich muss sagen, es ist jetzt das erste Mal, dass wir echt so schlechtes Wetter haben, beziehungsweise dass so schlechtes Wetter vorausgesagt ist. Vorher hatten wir echt teilweise Mittelmeerklima. Du hast dir die Füße im Sand verbrannt, konntest schwimmen gehen im Meer. Also richtig, richtig warm und toll. Und diese Woche haben sie dann Regen gemeldet. Also wir gucken mal. Wir machen das Beste draus. Auf geht's nach Norderney. Na, bist du schon aufgeregt, Schatzi? Wir fahren ans Meer. Hier, wir fahren ans Meer, Pippi. Ja, freust du dich schon? Freust du dich? Ach ja, Schnuff freut sich schon. Eigentlich eher weniger, ne? Sobald die Koffer da standen, war schon wieder alles vorbei und wir haben keine Lust mehr gehabt, ne? Guten Morgen, der Wein fehlt. Der Wein. Der Wein fehlt. Da ist der Wein. Unsere Abende sind gerettet. Yeah. Hey, Kaffee, früh am Morgen. Und strahlender Sonnenschein auf einmal. Ja, gerade noch geregnet, ne? Hat man ja gesehen. 2,25, ganz viel Kleingeld. Okay. Wir sind mittlerweile schon in NRW, kurz vor Oberhausen und fahren gleich auf die, welche ist es? A31. Die 31. Dann haben wir dann noch so 280 Kilometer bis Emden von da und dann nochmal so 50 Kilometer bis Norddeutschhafen. Und dann geht es auf die Fähre und dann fahren wir, haben wir eine Stunde Überfahrt auf die Insel Norderney. Genau, Amy ist natürlich auch dabei. Hallo Amy. Ja, liegt da und denkt sich, müssen wir schon wieder wegfahren. Unser Chaos-Rücksitz mal wieder mit 3000 Jacken und Hüten, die wir wahrscheinlich aber nicht brauchen, weil das Wetter halt einfach nicht so toll ist. Na, ja, na gut, wir melden uns gleich nochmal. Wir sind jetzt im Münsterland. Man sieht, die Gegend ist schon flacher als bei uns. Hier sieht man jetzt gerade gar nichts. Ist das hier vielleicht? Und bis zum finalen Ziel haben wir noch 231 Kilometer. Ja, plus 14. Okay, wir haben bis Norddeich, bis zum Hafen noch 231 Kilometer. Und dann fahren wir mit der Fähre rüber nach Norderney. Und dann fahren wir noch ein paar Kilometer, bis wir in der Fähre drin sind. Kommt also wie versprochen der Lehrtunnel und dann haben wir es auch nicht mehr weit bis Emden, das haben wir eben schon gesagt. Und dann fahren wir noch 40, 50 Kilometer Landstraße bis Norddeutschhafen und schiffen dann mit der Fähre 14 Kilometer nach Norderney rüber. Das dauert eine Stunde. Ganz kurz zur Info, der Tunnel ist 950 Meter lang. Auf die Helligkeit und jetzt hat er sich fokussiert. Bis später. Bis später. Zur Fähre. Wir sind am Hafen. Genau, das sind die Langzeitparkplätze für die Urlauber, die zum Beispiel nach Jüst fahren oder Waldrufer sehen. Hier sieht man es auf dem Schild auch, Inselfähren oder nein. Und da hinten hört auf einmal alles auf und mehr kommt. Aufpassen.
das, ja, hier ist noch Norderney Jüst. Genau, aber das sehen wir gleich, wenn wir auf den geradeaus. Oh, gleich sehen wir schon mal ein bisschen mehr. Sind wir noch richtig? Ja, wir sind richtig. Oh, ich lieb's, das Meer. Ah, hier sind die Terminals. Da sind die Terminals und da steht auch, zu welchem wir müssen. Guck mal. Norderney. Genau. Dann fahren wir mal den Grünen. Fahr den mit den Fahrrädern hinterher. Der Grüne. Ja. Okay, schaut euch das an. Terminal Norderney. So, und auf der Fähre können die Fahrräder ja hoffentlich nicht fliegen. Weil wenn wir auf der Autobahn sind, dann habe ich immer Final Destination Vibes. Und denke mir so, okay, wir sind dahinter. Oder auch zwei oder drei Autos dahinter. Der verliert ein Fahrrad. Das fliegt über mehrere Autos und irgendwann landet es dann in unserem Auto. Für all diejenigen, die Final Destination kennen, da ist immer alles möglich. Okay. So, hast du unsere Unterlagen? Klar. Super. Wir können boarden. Dann schauen wir mal. Wir warten jetzt hier am Hafen von Norddeich auf die Fähre. Die Fähre hat schon angelegt und da fahren aktuell Autos runter. Danach können wir dann drauf. Jetzt geht's auf die Insel. Nächste Abfahrt ist 14.30 Uhr. Das ist in 7 Minuten. Unsere Spur hat jetzt grün bekommen. Und dann suchen wir uns doch einfach mal einen Platz auf der Fähre. Und dann fahren wir eine gute Stunde auf die Insel. Genau. Und noch dürfen nächste wir noch Abfahrt, guck mal, die steht noch da, ja. Ja, wir dürfen noch gucken. Super, wir haben noch grün, Pass. Inselfähre 2. Das sieht jetzt so winzig aus, aber das Schiff ist groß. Unten drunter ist ein Restaurant und noch zwei Zwischendecks. Aber wir sind auf der oberen Seite. Genau. Ah, du kannst auch noch mal eins höher gehen, ne? Und da gucken, oder? Kannst du es von hier nicht? So, wo müssen wir hin? Links wahrscheinlich. Ne? Ja. Nee, oder nicht ganz links, bitte. Da müssen wir ja rückwärts fahren. Okay. So. Ja, die parken uns jetzt ein hier. Genau. Ach, geht noch weiter. Oh, wir sind gleich draußen. Fahr ich mal rüber. Es regnet. Ja, es ist am Regnen. Jetzt fängt es richtig an zu pissen. Da. Super Sache. Nee, das kann uns ja egal, das ist am Festland. Das ist mir ehrlich. Nee, du weißt aber nicht, wie es auf der Insel ist. Na, da soll es auch regnen. Da fehlen dir die Worte, ne? Der winkt uns gerade. Wir sollen noch. Wir stehen gut. Hallo, danke schön. Ja, jetzt haben wir unsere Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ja, das ist eine Ausnahmegenehmigung für Autos. Genau, dass wir auf Insel Auto fahren dürfen. Das dürfen sonst nämlich nur die Einheimischen, aber wenn man Gast ist, darf man auch fahren. Die Insel ist 30 Kilometer lang, hat eine super Buslinie, aber es ist doch besser, wenn man Auto dabei hat. Und jetzt Gewitter. Gewitter? Ja. Amy! Ist am Starkregnen. Oh, ich schnass. Also, Fenster geht nicht mehr zu. Du musst auch ein Auto anmachen. Nicht schlecht. Naja, dann hoffen wir mal, dass es auf der Insel anders ist. Denn das ist meistens der Fall, weil sehr oft ziehen die Schauergebiete am Festland entlang. Und auf der Insel ist das Wetter besser. Warten wir mal ab. Ich als Pessimist muss aber dazu sagen, wir haben von vornherein schon sehr, sehr schlechtes Wetter auch für die Insel gemeldet. Alles macht nichts. Wir haben so viele Jahre Rückblicke, wo wir Bombenwetter hatten, richtige Hitzewellen. Davon werden wir natürlich auch Ausschnitte präsentieren.
Nach etwa einer Stunde sind wir auf der Insel angekommen und tatsächlich ist hier auf Norderney besseres Wetter als am Festland. Ihr seht blauen Himmel, paar Wolken und Festland. Na gut, die Richtung komme ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es da am Schütten ohne Ende, habt ihr ja eben gesehen. Es ist windig, wohl, aber 20 Grad. Ja, 20 Grad. Ich denke mit Jacke, da kann man tatsächlich auch ans Meer gehen. Okay, jetzt fahren wir runter. Wir fahren jetzt runter, genau. So. Los geht's. Die sind eben als letztes reingefahren. Die letzten werden die ersten sein und die ersten. Wir waren nicht die Ersten. Wir sind mitten. Du solltest den Satz vollenden. Und die Ersten werden die Letzten sein. Richtig. Wir sind die Mittleren. Also werden wir wahrscheinlich wieder die Mittleren sein. Ich freue mich auf 15, 16, 17 Kilometer puren Sandstrand, wenn das Wetter mitspielt. So. Mein Arm wird schwer und schwerer. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt. Okay, wir fahren. Ne, da fährt jetzt. Na, da fahren noch welche Häschen. Aber nach dem fährt unsere Reihe. Na, die Mittleren werden nicht die Letzten sein, sondern werden die Mittleren sein. Genau, ja, schaut nur, Leute. Wir sind die Mittleren. Oh, wir müssen Radio ausmachen, ne? Hier, GEMA und so. Ja, ja, das geht nicht. So. Ah, Norderney. Ja, hier sind wir. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. Wir biegen rechts ab und zwar suchen wir den Weg zur Vermietung, damit wir den Schlüssel für unsere Ferienwohnung abholen können. Und wir melden uns später. Bis später.